Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Wladimir Simonow und das bin ich. Und heute haben wir ein spannendes Thema und zwar viele Vermittler, Versicherungsmakler, Finanzberater, die beklagen sich über die Online-Konkurrenz. Die beklagen sich über Check24, über irgendwelche Fintechs, über irgendwelche Apps wie Clark oder VFox oder GetSafe, gibt es überhaupt noch. Ja? Die beklagen sich halt einfach darüber, dass sie ihnen Kunden klauen. Ja? So, die Wahrheit ist aber folgende. So, ich bin mir sicher, dass jeder Kunde, der sich das leisten kann, der grundsätzlich Geld hat, dass der immer bestrebt ist, für sein Geld das Optimale zu bekommen. Ja? So. Und du musst dich einfach nur vor Kunden hüten, die einfach billig kaufen müssen. Ja? So, das heißt, die Leute haben ein Budget für ihre Versicherung, für ihre Finanzen und suchen für das Budget immer das Beste und landen dann irgendwo online. Ja? Dass das nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist, dass es nicht die beste Qualität ist für das Budget, was die haben. Das steht mal auf einem ganz anderen Blatt, aber die empfinden das, was online durch die Vergleichsrechner und so weiter suggeriert wird. Und die ganzen Apps finden die, dass man da Geld sparen kann. Deswegen gehen die hin sparen im Endeffekt. Ja? Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Mindset für dich als Finanzdienstleister. Wir hatten gestern ein Webinar mit Roberto Schmidt von Finanzplaner Finanzportal 24. Und das ist eine der geilsten Finanzberatungssoftwares, Finanzplanungssoftwares auf dem Markt. Und da hat er was ganz, ganz Spannendes gesagt. Ja, es ist sogar gut, dass es diese Online-Vergleiche und diese ganzen Fintech-Apps gibt, weil die nehmen dir, dem Finanzberater, die Kunden ab, die billig kaufen müssen. Ja? Und da hatte ich so einen geistigen Blitz gesagt, wie genial ist das denn? Ja klar. Also ich glaube nicht, dass es viele Kunden gibt, die gerne billig kaufen. Ich glaube einfach, dass es sehr viele Kunden gibt, die billig kaufen müssen, ja? Weil ihnen einfach nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung steht und ihre Ressourcen einfach ja, nicht hoch genug sind, um sich gute Qualität und einen guten Preis zu leisten. Ja? Weil am Ende des Tages wird das ja jedem von uns näher gebracht durch Medien, durch die Eltern, durch die Lebenserfahrung. Dass Qualität Geld kostet. Ja, es gibt gute Qualität, einfach nicht kostenlos, nicht geschenkt. Und deswegen empfinden auch viele Leute im Endeffekt auch dieses Versprechen, du bekommst gute Qualität zum billigen Preis, erstmal grundsätzlich interessant und anregend. Ich bin auch schon mal auf diese Falle reingelaufen. Aber im Nachhinein wird man sehr, sehr oft enttäuscht, weil am Ende des Tages gute Qualität, gute Produkte kosten einfach halt mehr als schlechtere Produkte mit geringerer Qualität. Das ist auch ein Marktgesetz, ja, am Ende des Tages. Und viele Kunden können sich einfach das nicht leisten, was du anzubieten hast. Und das ist eine Barriere, das ist eine normale menschliche Barriere, die sie davon abhält, bei dir Kunde zu werden. Und statt dass du deine Ansprüche reduzierst, dass du deinen Standard reduzierst und einfach den Preis nach unten verhandelst und immer weiter billiger wirst und immer versuchst, diesen Preis auf jeden Kunden gerecht zu werden, du verkaufst einfach nicht die. Das heißt, du sagst einfach, okay, wenn du in den Preis investieren kannst, weil am Ende des Tages spielt es doch gar keine Rolle, was etwas kostet. Teuer ist ja immer individuell. Ja? Was für mich teuer ist, ist vielleicht für dich unbezahlbar. Was für dich teuer ist, ist für mich günstig. Ja? So, das heißt, teuer und billig ist im Endeffekt immer vom Standpunkt abhängig, von dem Standpunkt, wie viel Kapital, wie viel Geld mir zur Verfügung steht, was ich investieren kann oder investieren will. So. Und am Ende des Tages, wenn jemand sich eine Altersvorsorge mit 500 Euro Monatsbeitrag nicht leisten kann, dann gibt es halt eben keine. Oder hast du schon mal jemanden erlebt, der in den Apple Store gegangen ist und gesagt hat, hey, also ich habe jetzt nur 50 Euro dabei, aber ich möchte trotzdem ein neues iPhone, geben Sie mir bitte eins. Was haben Tim Cook und ich gelacht? Also das sind solche Themen, du musst einfach bestimmte Preise haben. Ich kenne zum Beispiel einen Versicherungsmakler, der arbeitet sehr, sehr, sehr erfolgreich, macht im Jahr siebenstellige Umsätze durch eigenen Umsatz. Und bei dem ist es so, er hat eine bestimmte Zielgruppe, Mediziner. Am Anfang hat er nur mit Gynäkologen gearbeitet, hat er mir erzählt. Und jetzt, wie gesagt, hat er das ausgeweitet auch auf andere Ärzte. Und man kann bei ihm einfach kein Kunde werden,
unter 2000 Euro Monatsbeitrag für Altersvorsorge. Wenn du sagst, ja, hey, kann ich mit 1000 Euro anfangen, kann ich mit 1500 Euro anfangen, sagt er, nö. Du kannst bei mir erst Kunde werden, wenn du imstande bist, 2000 Euro mindestens im Monat zu sparen, weil, naja, dann hat man auch eine bestimmte Kundenqualität, man hat einen bestimmten Kundenstandard und man gehört entweder dazu und man gehört nicht dazu. Das ist ganz wichtig. Weil, stell dir mal vor, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du glaubst, du hast irgendwie ein top geiles Produkt gekauft, du hast hier das beste Hotel von allen gebucht, ja, und im gleichen Hotel, wo du bist, sind irgendwelche, ja, abgerissene Leute, die jetzt nicht unbedingt in die gleiche Gesellschaftsschicht gehören wie du, die einfach den ganzen Tag rumgrölen, stinken, Abfall überall rumliegen lassen, nicht gebildet sind, dich beleidigen, deine Frau beleidigen, den ganzen Tag rumfluchen, ihre Kinder auf den Boden, ihr Geschäft verrichten. So, weißt du? Da geht im Endeffekt auch das ganze Erlebnis kaputt und du sagst am Ende des Preises, ja, am Ende des Tages den Preis, weil ich zwar gewillt zu bezahlen, aber bezahle ich nie wieder. Ich gehöre hier nicht hin. Ja? Also ich durch die Produkte, die ich konsumiere, durch die Umgebung, in der ich bin, zum Beispiel bin ich jetzt aktuell in einem der besten Restaurants in Landshut, ja, da erwarte ich mir einfach ein gewisses Level. Einfach, ne? Ich kaufe mich da ein gewisses Level ein. Ja? Und vielen Leuten geht es genauso. Und jetzt hast du auf der einen Seite hast du hier die Luxus-Klientel, auf der anderen Seite hast du hier, ja, nicht so Top-Klientel. Du kannst die beiden Klientels nicht mischen, schon gar nicht in einem Unternehmen. Und die meisten tendieren eher nach unten zum unteren Durchschnitt. Das darfst du halt nicht machen als Finanzdienstleister, als Finanzberater. Du darfst nur Premium-Kunden annehmen. Da spielt auch so ein Thema mit rein. Schau mal, die meisten Finanzberater, Versicherungsvermittler, die nehmen ja einfach jedes Geschäft an, was ihnen über den Weg läuft. Das heißt, wenn der Kunde kommt und sagt, hey, ich möchte 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro im Monat sparen, dann prüft man das nicht weiter, ob der Kunde sich das überhaupt leisten kann, sondern die meisten machen einfach den Vertrag. Hier bitte unterschreiben, da bekomme ich irgendwo hier Geld, ja, zum Beispiel von der Versicherung oder von der Bank, bekomme ich meine Provision ausgezahlt und gut ist. Aber die Wahrheit ist, du bekommst ja diese Provision eigentlich, ja, als Vorschuss dafür, dass der Kunde sich vertragskonform verhält für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre. Teilweise länger. Und jetzt frage ich dich, wenn jetzt heute zu dir jemand ins Büro reinkommt und er schaut richtig abgerissen aus, man sieht, der ist nicht irgendwie Hipster, sondern der ist wirklich eher, schaut aus wie ein Obdachloser, riecht auch dementsprechend, würdest du dieser Person, der du nicht kennst, 5000 Euro leihen? Würdest du der Person 2000 Euro leihen, ohne dass du die kennst? Nein. Aber genau das Gleiche machst du am Ende des Tages, indem du einfach Leute in dein Geschäft lässt, die dich dazu bringen, bei der Versicherung, bei einem Maklerpool, bei einer Bank 2000, 5000, 10.000 Euro in Soll zu gehen. Das heißt, du nimmst am Ende des Tages einen Dispo für diese Menschen, indem du denen was verkaufst und das Geschäft mit denen machst. Deswegen, schau mal, die meisten Storni entstehen nicht dadurch, dass der Kunde irgendwas Besseres findet oder dadurch, dass plötzlich sein Problem gelöst ist, was er da hatte, für das er Altersvorsorge oder Berufsfähige abgeschlossen hat. Die meisten Storni entstehen aber aus finanziellen Herausforderungen, aus finanziellen Schwierigkeiten, die Person reinkommt. Und wenn jemand finanziell instabil ist, wenn jemand finanziell nicht gut gestellt ist, wenn jemand billig kaufen muss, ja, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass er in Zukunft wieder in finanzielle Schwierigkeiten, in finanzielle Instabilität kommt. Und das musst du halt eben verstehen. Und das ist eben ganz wichtig, deswegen für dich als Finanzdienstleister, als Finanzberater, nur Premium-Kunden zu haben. Weil du gehst für diese Leute teilweise ins Dispo, du gehst für die ins Minus, weil du bekommst die Provision als Vorschuss. Plus es ist überdurchschnittlich oft, dass diese Leute Ärger verursachen, wie gesagt, Storni verursachen, deutlich höheren Aufwand verursachen, weil, naja, irgendwas wollen die von dir ständig. Und die Klientel eben die Premium ist, mit der hast du deutlich weniger Aufwand und deutlich mehr Ertrag am Ende des Tages. Ja? Noch ein Zitat von einem sehr, sehr geilen Typen, und zwar von Semi Karajus. Semi Karajus hat mir erzählt, dass Allianz aktuell eine der größten Allianz-Agenturen auf dieser Welt. Ja? Sehr, sehr erfolgreicher Typ. Grüße an dich, gehen raus, Semi. Sitzt in Berlin. Und er hat mir erzählt, sein Mentor hat mal zu ihm einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt. Und dieser Satz, den übernehme ich 1:1. Wenn du immer Ja sagst, machst du Umsatz. Wenn du anfängst, Nein zu sagen, dann machst du Gewinn. Und da möchte ich dich darauf mal im Endeffekt ja, framen. Sag doch mal öfter Nein. Wenn ein Kunde zu dir ins Büro kommt und du denen nicht vertraust, sag einfach Nein. Ich verkaufe dir keine Versicherung, ich gebe dir keinen
Dispo oder ich gebe dir keinen Vertrauensvorschuss. Weil am Ende des Tages, du darfst ja auch nur Leuten Versicherungen verkaufen, denen du vertraust. Weil wenn die dein Vertrauen ausnutzen, das Vertrauen der Versicherung, da hast du riesengroße Schadenfälle, die irgendwie fingiert sind oder nicht sauber sind oder die grundsätzlich nicht sein hätten sollen. Das heißt, nicht nur du nimmst ein Dispo auf, sondern du gibst auch jedem Kunden von dir ein Dispo. Also, auch wenn du Baufinanzierung zum Beispiel vermittelst, ja, du haftest ja, du bürgst ja quasi für deine Kunden, dass die Kunden vernünftig sind. Natürlich prüft die Bank dir auch nochmal, aber die verlassen sich auch in einer Form auf dich, dass du ein zuverlässiger Geschäftspartner bist. Und die Bank gibt dir 200, 300, 500.000 Euro für dein Haus. Und wenn du denen ständig Kunden zuführst, die den Finanzierungen platzen, werden die irgendwann mal keine Kunden von dir mehr annehmen. Das musst du halt verstehen. Das ist immer ein Geben und Nehmen und du findest nicht statt in einem luftleeren Raum, wo keine Abhängigkeiten bestehen, sondern alle reden auch untereinander. Und wenn es dann heißt, dass du nur schlechte Klientel hast, dann hast du auch irgendwann mal Schwierigkeiten, für deine Kunden Versicherungsschutz zu besorgen oder Baufinanzierungen oder Depots oder was auch immer. So. Das heißt, dein Image hängt auch an deinen Kunden. Und das ist eben das Wichtigste. Du hast neuen Namen, du hast neuen Image. Das musst du hart beschützen. Und fang an auch bei deinen Kunden damit. Ja? Lehn alle Leute ab und schick alle Leute weiter, die billig kaufen müssen. So, das war meine 5 Cent zu dir Geschichte. Vielleicht hat er sich getriggert, vielleicht hat er sich aufgeregt. Nochmal, ich bewerte keine Menschen nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, sondern es geht einfach darum, du kannst dir das kaufen oder kannst dir das nicht kaufen. Kein Mensch ist deswegen schlechter oder besser, weil er mehr oder weniger Geld hat. Aber vom geschäftlichen Standpunkt her gibt es einfach bessere Kunden und nicht so gute Kunden, die finanziell halt eben schlechter gestellt sind, wo ich weniger Marge habe. Ja? Das ist alles. Wir wollen hier keine Menschen bewerten, sondern einfach nur Hilfe bieten beim unternehmerischen Alltag. Wenn du Unterstützung möchtest im unternehmerischen Alltag, wenn du als Finanzdienstleister, Finanzberater, Versicherungsvermittler mehr Umsatz mit besseren Kunden machen möchtest, weniger Stress haben möchtest durch bessere Kunden, weniger arbeiten, aber dafür mehr Gewinn, also sowohl mehr Umsatz als auch mehr Gewinn, indem du lernst, Nein zu sagen, dann sag hier Ja, indem du hier auf den Link oder in dem Video klickst, gehst auf meine Seite, registrierst dich für eine kostenlose Erstberatung und ja, ich und mein Team, wir schauen, wie wir dir helfen können, bessere Kunden zu gewinnen, weil das ist in deinem Geschäft, ist das Wichtigste, einfach gute Kunden zu haben, weil eine Finanzberatung dauert meistens immer gleich lang. So, egal, ob jemand 2.000 Euro netto verdient, 1.500 Euro netto oder 5.000 Euro netto im Monat, eine Finanzberatung dauert immer gleich. Aber der Ertrag ist deutlich höher, wenn du mit höherwertigen Kunden arbeitest, die mehr finanzielles Vermögen haben, die finanzielle Reserven haben, die einfach kaufkräftiger sind. Ja? Bis dann, bis zum nächsten Video, dein Wladimir Simonov.